Oh Gott. Au, 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 au. Nein, nein, nein. Wow. Haut ab, ihr blöden Creeper. Haut ab. Haut ab. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Alter Mann. Die sind auch leicht beängstigend, weil die immer so springen. Nein. Wow. Nein. Was? Leute, Skelett. Skelett. Batz. Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Okay, Leute. Abhauen. Abhauen. Oh nein. Nein. Weh. Du schießt mich ab. Weh. Nein. Nein. Spinne. Oh Gott. Kettenreaktion des Todes hier. Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zu einem Video in der Minecraft-Alpha. Wer kennt dieses Menü noch? Wer kennt es noch von euch? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wenn ihr auch noch diesen Spruch hier, Jason, Jason, Jason kennt, dann schreibt den Spruch genauso mit dazu in die Kommentare. Denn heute spielen wir mal in einer kleinen Minecraft-Alpha-Welt. Ich möchte heute einfach mal eine eigene Welt kreieren, sage ich mal, und mit euch ein wenig die Alpha besichtigen, anschauen, weil ich einfach mal richtig Bock drauf hatte, mal wirklich richtig in die Vergangenheit zu reisen und zu schauen, was hat sich verändert so im Vergleich zu heute. Und ich habe eben schon eine Welt erstellt hier zum Test, aber die könnte ich auch wieder löschen, weil die nicht wirklich, gut war. Da war einfach nur eine Welt und da habe ich geguckt, ob zum Beispiel Sound da ist. Und nein, obwohl hier in den Options Sound angegeben ist, kann ich keinen Sound hören. Das ist richtig komisch. Also ich höre einfach nichts, wenn ich irgendwie was abbaue oder wenn ich sonst was mache. Es kommt einfach kein Ingame-Sound. Und ich habe schon wirklich viel rumprobiert, aber meine Vermutung ist auf der einen Seite, entweder es gibt noch keinen Sound oder es ist irgendwie ein Bug durch die Umstellung. Wer weiß. Naja, Leute, ich möchte euch auch gar nicht auf die Folter spannen. Hier, mal schauen, ob Gomma.de. Nett wohl von hier aus schon geht. End of stream. Schade. Warum geht das wohl nicht? War hier auch episch, wie die Blöcke da reingeflogen kommen. Geil, geil, geil. Ja, Singleplayer, Leute. Ich guck nicht hin, aber drück irgendwann. 3, 2, 1. Ah, hab ich getroffen anscheinend. Generating Level. Oh, Minecraft has crashed. Lol. Das kommt natürlich mal in der Alpha vor. Na gut, Leute. Also, wir sind dann gleich wieder da. Bis gleich. Yo, Leute, und da sind wir auch schon wieder. Minecraft ist eben einfach mal gecrashed. Unglaublich. Ja, gehen wir mal in eine neue Welt hier rein. Hoffentlich hält das diesmal. Hoffentlich stürzt Minecraft nicht ab. Und jawoll! Willkommen in einer Minecraft-Alpha-Welt. Wir spielen in der Version 1.1.0. Es geht auch noch viel früher. Aber teilweise konnte man da noch gar nicht spielen, weil man da einfach nur eine Landschaft hatte und per Creative Mode ein paar Sachen setzen konnte. Und mehr war das da auch noch gar nicht. Ja, meine Güte, Leute, wo sind wir hier gerade? Die Blätter sind schön grün noch. Oh, wie süß. Hier sind schöne Bäume. Ich liebe ja so ein schön helles Grün. Herrlich. Richtig geil. Hier die ganzen Setzlinge fallen auch noch aus den Bäumen zahlreich raus. Wir haben noch keine Hungeranzeige. Fällt mir auf den ersten Blick direkt auf. Die Texturen sehen allgemein komplett, also nicht komplett, aber schon irgendwie anders aus. Denn natürlich, ich habe sonst immer ein Texture Pack drin, aber so im Groben und Ganzen finde ich, der Gravel hat sich auch leicht verändert, so zum Default Texture Pack. Und, oh, ein Schwein, das gab's schon damals, der Hammer. Hammer, wir spielen ja übrigens gerade auf Schwierigkeit Easy und, ja, schauen wir mal, ob wir heute eventuell auch schon ein Monster vor die, ja, Lupe bekommen oder nicht. Hallo Schwein, wofür brauche ich denn dein Schweinefleisch? Ich glaube, durch dein Fleisch kann ich Leben regenerieren, war das nicht so? Oh, man konnte die nicht mal stacken. Krass. Leute, krass, da sieht man schon die direkten Unterschiede. Und Hühnchen! Hühnchen, kommt her! Hey, Hühnchen! Hey, Hühnchen! Hühnchen! Hey, ich mache mir, glaube ich, erstmal ein paar Werkzeuge, wie es sich denn so auch gehört. Erstmal natürlich einen Baum fällen. So, wir haben auch keinen Skin, wir haben gar nichts. Wir sind richtig blank, wie die Lochis sagen würden. Wir sind richtig blank. Haben keine Kohle auf der Bank. Seht ihr, kann ich... Wie öfter mit I drückt, öffne ich mein Inventar. Lol. Hallo, hallo, Leute, hier. Der uralte Skin. So sah der Default-Skin damals aus. Himmlisch. So, nochmal I drücken. Holz. Ach ja, ich kann auch nicht irgendwie Shift drücken und dann darauf drücken, damit ich alles bekomme. Naja, das geht noch nicht. Und auch nicht rechte Maustaste gedrückt halten. Hier muss man wirklich alles noch so einzeln machen. Aber finde ich auch auf jeden Fall cool. So, dann mache ich mir doch erstmal eine Spitzhacke und ja, ein Schwert mache ich mir auch einfach auch schon mal. So, sehr schön. Na, oh, die Kuh, die ist richtig glücklich. Wieder Milchbuh, wieder Gomma.net Lobby, da springt er auch immer so rum wie die Kuh hier gerade. Hey, hey, die Kuh hat Milch
Oh, und Leder. Aber kein Fleisch. Und das Hühnchen hat auch kein Fleisch. Hast du Hühnchen etwa Fleisch? Auch nicht. Kann es sein, dass die Gan damals noch irgendwie gar keine Nahrung gedroppt haben? Kann das sein, dass das irgendwie so war? Hallo? Ich bekomme von denen nur Federn und Leder, hä? Wollt ihr mich verarschen jetzt, Kühe? Kommt mal her. Mit deinem dicken Euter. Meine Güte, hast du ein dickes Euter. Krass. Kein Fleisch? Meine Güte, was ist denn hier los? Leder? Damals gab's wohl tatsächlich von dir noch kein Leder. Aber davon von dir jetzt noch 2 Stücke Fleisch, du Schwein, oder? Auch nix! Hallo? Was soll denn das hier? Werde ich hier gerade getrollt? Werde ich hier wirklich gerade getrollt von Minecraft? Ich fasse es nicht. Machen wir jetzt auch nochmal eine Axt. So, zack, zack. Ein wenig Holz ranholen. Ach ja, Leute, herrlich. Oben links steht auch noch, in welcher Version man ist. Ach ja, es ist doch... Das sind doch die guten alten Zeiten. Obwohl, man muss nicht unbedingt sagen. Also ich finde auch das jetzige Minecraft wirklich richtig cool. Ich finde die Veränderung, also wirklich viele, richtig sinnvoll. Merkt man jetzt gerade, ich vermisse hier zum Beispiel Sprinten. Ich vermisse, das mit diesem Shift drücken und mit diesen, ja, schnellen Crafting-Optionen. Damit man das halt alles viel schneller noch irgendwie legen kann da im Crafting-Bereich. Das vermisse ich halt alles. Also zum Beispiel gedrückte rechte Maustaste, dass man dann so im Crafting-Bereich so einfach hier einmal rumwischen muss und nicht immer einzeln klicken muss. Solche Sachen vermisse ich halt. Das finde ich echt geil, dass sich das so bis jetzt entwickelt hat. Und... Natürlich finde ich auch diese Minecraft-Version hier ziemlich cool. Aber sie hält, finde ich, auch nicht mehr mit den, ja, heutigen Alpha-Versionen von Spielen. Obwohl, na gut, man muss auch sagen, dass viele Spiele, die momentan in der Alpha rauskommen, auch noch ziemlich verbuggt sind und dass sie vielleicht teilweise auch noch unspielbar sind. Diese Version hier, wie man gerade sieht, die ist auf jeden Fall schon mal spielbar. Da, das ist, finde ich, auf jeden Fall, das ist ein dicker Pluspunkt und, das muss man hier der Alpha-Version von Minecraft wirklich, ja, gut schreiben. Und da muss ich mich verbessern. Finde ich doch die Alpha hier ziemlich, ja, geil. Eigentlich. Also da kann man nicht meckern. So, komme ich dann als Holz anscheinend. Ah, verdammt. Und das hier erfüllt auch das typische Klischee von Minecraft. Nämlich dieses Blöcke-Spiel, von dem alle sprechen. Das ist hier wirklich das Klischee, nämlich das Blöcke-Spiel, von dem alle sprechen. Eindeutig, das erfüllt hier wirklich perfekt das Klischee. So. Hier haben wir noch schön Steine. Diese kleinen Cobblestone-Frames, die sehen auch noch richtig verkoppelt aus. Richtig herrlich. Richtig geil. Sehr, sehr geil. Leute, sehr, sehr geil. So. Ich baue mir meine Welt, so wie sie mir gefällt. Schubidubaba. So, dankeschön. Kuh, komm her. Und wehe, du droppst mir kein Fleisch. Wehe, wehe, wehe. Und hier, Achtung, jetzt dürfte ich mein Leben auffüllen mit dem Stück Fleisch. Jawohl. Ey Kuh, du blödes Stück. Ich hab kein Schwert mehr, aber egal. Was? Die droppen ja wirklich keine Nahrung. Boah, krass. Boah, und die Cobble-Textur sieht einfach so episch noch von damals aus, also das muss man echt sagen, also Hut ab. Die mag ich richtig gern. Wenn ich hier einen setze, oh doch, doch, hat irgendwie was. Sieht schon aus wie ein Shader irgendwie, der so tiefgreifend auf die Blöcke wirkt. Finde ich schon wieder geil. Sehr, sehr geil. Super geil. Auch sehr, sehr geile Luft hier draußen, ne? Sehr, sehr geil. Auch eine sehr geile Version. Oh, und auch sehr geiles Minecraft. Hoho. Super geil. So, oh, eine Höhle und Kohle, Leute. Wir haben Kohle gefunden. Und was hat man damals immer direkt gemacht, wenn man Kohle gesehen hat? Natürlich mitgenommen hat man sie. Natürlich. Denn wer Kohle stehen lässt, der ist wirklich ein Idiot gewesen damals. So nach dem Motto. Jeder hat Kohle mitgenommen. Jeder praktisch. Zack, zack, zack. Werkbank wurde damit auch schon mal gecraftet. Warum habe ich die da überhaupt oben stehen gelassen? Ich weiß es nicht. Ich habe wohl so viele Materialien. Sieht man ja hier gerade. Läuft der richtig bei mir? Läuft für bestimmte Flüssigkeiten. So, Schaufel. Ach komm, nehme ich auch mit.
mache ich mir einfach mal hier das komplette Equipment, was man halt so braucht. Sprich eine Axt und natürlich auch ein Schwert. Steinschwert. So. Irgendwas vergessen? Ich denke nicht. Und jetzt heißt es weiterhin... Oh. Okay, cool. Also das Droppen funktioniert auch schon. So, jetzt schön hier Kohle abbauen. Ach ja. Kohle. Schalala. Na, wer kennt's? Kohle. Schub die da. Ach ja, der gute alte Gronkh. So. Schön alles hier mitnehmen. An Kohle. Und wie gesagt, heute in dem Video hier werden wir einfach mal hier so ein wenig durch die Minecraft-Welt stapfen und uns hier so ein wenig umschauen. Und mit der alten, mit der neuen vergleichen. So, hier ist schon dunkel. Und da geht es auch schon wieder nach draußen. Okay, dann nehme ich hier einfach die Werkbank wieder mit. Und dann geht es einfach weiter. Weil es dauert aber auch Ewigkeiten hier, die abzubauen. Aber da habe ich die. So. Blümelein. Ach ja, die Welt, die sieht auf jeden Fall sehr natürlich aus. Durch die schönen hellgrünen Farben. So, und das hier ist anscheinend eine andere Höhle. Und ich sehe hier schon wieder Kohle. Runter hier, Leute. Kohle. Schubidu-du-ba-ba. Und das sieht man auch. Also, man sagt ja normalerweise heutzutage immer, ja, damals in der Alpha, da gab es nicht viel Kohle irgendwie. Aber gerade, ich muss es einfach mal echt sagen, auch wenn jetzt viele sagen, ja, das stimmt doch gar nicht, aber ihr seht es ja, es gab damals anscheinend auch schon recht viel Kohle. Also, ich dachte immer so, und auch viele andere, mit denen ich schon so darüber gesprochen habe, dass damals die Kohle viel knapper war, aber ich finde ja hier an jeder Ecke gerade Kohle, ne, Leute? Hier wird dunkel. Dann mache ich mir auch mal eben schnell ein paar Fackeln. Da fackel ich nicht lange. Oh, die alten Sprüche von damals, herrlich. So, ein Stack Fackeln. Da fackel ich auch nicht lange. So, Helligkeit und schon wieder Kohle. Na Leute, sag mal, haben wir heute irgendwie hier die Kohlekrankheit oder was? Ich verstehe es nicht, warum wir hier so viel Kohle finden. Sagt ihr es mir bitte. Sagt ihr es mir bitte. So. Schubidu-baba. Zack. Okay. So. Die nehme ich noch mit. Und hier und meine Spitzhacke. Ach, die ist ja schon wieder bald kaputt. Mann. Und hier. Oh, Kohle. Aber wie gesagt, man nimmt die einfach immer mit. Wir sind ja gerade in der Minecraft-Alpha. Da nimmt man einfach immer die Kohle mit, wenn man irgendwie welche sieht. Gerade so. Und wir wollen heute auf jeden Fall in der Folge hier noch ein Mini-Haus schaffen. Das werde ich bauen. Und das werde ich jetzt auch anfangen. So, da werde ich... Da lässt sich auch nichts dran rütteln. Und es wird nämlich auch gerade dunkel. Und in der Dunkelheit kommen ja auch die ganzen bösen Monster. Und wollen einen verkloppen. Aber wir haben ein Schwert, Leute. Wir haben ein Schwert. Die können dann ruhig kommen. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst vor Monstern. Oh, ein Schaf. So. Jetzt erstmal hier so den Boden so ein wenig machen. Hier bauen wir einfach mal, obwohl, oh, ein Berg. Der sieht episch aus. Lass da mal hoch und da drauf unser Haus bauen. Dann haben wir nämlich auch einen viel, viel besseren Ausblick über ganz Minecraft. Über die Weiten von Minecraft. So, hoch hinauf und weiter hoch hinauf. So, Mann, ist das schon wieder anstrengend hier. Trainiere ich heute mal wieder hier gut die Beine, ey. Oh, weia. Hier bloß nicht runterfallen, das wär's ja noch. Bloß nicht hier runterfallen. So, dann die Kuh macht es schon vor. Hier oben wollen wir hin, ne Kuh? So, oh ja, hier ist schön, hier oben. Das ist eine schöne Gegend. Hier haben wir auch schön viele Berge überall. Oh Gott, ich dachte schon, Creeper kommt da. Nein! 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 Verdammt! Ich dachte, ich kann sneaken, aber sneaken, guck mal hier! Ich kann doch gar kein sneaken! LOL! Die Alpha ist einfach so geil, ey! Man konnte nicht mehr sneaken! Ich dachte so, ich kann mich da jetzt an die Ecke sneaken und ganz vorsichtig die Blöcke abbauen. Aber nein! Falle ich doch da glatt erstmal runter!
War das jetzt hier? Ich glaube, das war nicht mal hier. Boah. Da waren wir einfach direkt tot. Ja, geil. Nee, und hier war es auch nicht. Ja, wo waren wir denn jetzt schon ganz? Da drüben ist auch so ein epischer Berg. Oh Gott, und es wird dunkel, Leute. Tut ihr mir hier gerade auch ein wenig leid. Denn bei euch wird das wahrscheinlich gerade auch noch etwas dunkler sein als bei mir. Weil das natürlich... Oh, Creeper, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich schau mal, ob ich das später noch ein wenig heller alles einstelle. So, wo war ich denn jetzt? Kann ich eigentlich schon schwimmen? Ja, schwimmen geht. Okay. Ja, oh Mann, ey. Wo bin ich denn lang? Ich glaube, ich bin hier einfach geradeaus gelaufen. Kann das sein? Hab hier so hier und da einen Baum gefällt. Bin dann da oben nämlich auf den Berg und dann da drüben wieder runtergefallen. Oh Mann, ey. Dann dürften da ja vielleicht auch noch die Sachen liegen, wenn die nicht verschwinden. Da habe ich gerade so die Befürchtung, kann ja sein, dass die nach dem Tod weg sind. Ich gehe einfach mal hier hoch und schau mal, ob ich von da oben irgendwie was sehe. War das nicht hier? Ich glaube doch, ich bin hier runtergefallen, oder? Aber anscheinend ja nicht, ne? Nein, die Sachen sind anscheinend weg. Schade. Einfach nur, weil ich nicht wusste, dass man nicht mehr sneaken kann. Lol. Was damals an Sachen, die einfach so viel bringen, ja, noch nicht da waren. Schon wieder, ich wollte gerade schon wieder sneaken, vorsichtig gucken, aber es geht nicht. Und der Berg, ich glaube, bei dem hier waren wir auch nicht. Nee, der Berg hier sieht schon wieder zu episch aus. So. Da drüben sind Monster, denen sagen wir auch nochmal guten Tag, denn ich glaube, die Sachen finden wir nicht wieder. Wir haben uns nämlich ein wenig hier verlaufen gerade. Hallo, ihr Creeper, allein kommen mit... Oh Gott. Oh, wie die noch rumspringen, krass. Na, ah, das sieht ja aber schon wieder nach uns aus, aber nee. Hallo, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Au. Nein. Wow, haut ab, ihr blöden Creeper, haut ab. Lasst mich in Ruhe. Alter, Mann. Die sind auch leicht beängstigend, weil die immer so springen. Nein. Wow. Nein, was? Leute, Skelett. Batz. Oh, ich lebe noch. Okay, Leute, abhauen. Oh nein, weh, du schießt mich ab. Weh. Nein, Spinne. Oh Gott, Kettenreaktion des Todes hier. Alter, lass mich in Ruhe. Ich kann einfach nicht sprinten. Weg hier. Oh, geil, ich habe hier noch Blöcke durch die Creeper. Oh. Hau ab, du blödes Vieh. Du Insekt. Ja, hier kommst du nicht rüber. Da kommt die Spinne nicht rüber. Oh. Anscheinend doch. Okay, ein Herz habe ich noch. Boah. Okay, abgehangen. Hoi. Alter Falter, geht das hier ab. Das Schöne ist wirklich, man kann die Version hierhin switchen. Über den Minecraft-Launcher muss man sich nur ein neues Profil anlegen. Die Alpha-Version... Oh, nein! Oh, vergessen. Es war mir dann wie im Flug klar, dass ich durch den Falsch-Launcher sterben werde. Und dann muss man einfach nur im Launcher von Minecraft die Version ändern. Und schwupp, hat man's. Also diese Version hier von Minecraft. Naja, gut, Leute. Also, ich denke mal, den Einblick, den hatten wir hier auf jeden Fall. Also, ich fand's auf jeden Fall mal ganz nett. Wenn ihr nochmal so einen Einblick haben wollt, vielleicht in die Beta oder so, dann lasst doch dem Video hier einen Daumen hoch da. Dann sehe ich ja, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und, oh, die Werkbank. Ah, sind wir wohl in die Richtung hier gelaufen. Und dann auf den Berg da drüben irgendwie. Ja, und wenn es euch denn gefallen hat, die Folge, wie gesagt, dann wäre natürlich eine Bewertung klasse. Und dann sage ich jetzt an der Stelle hier, das wär's. Haut rein und tschö mit Ö.